Aber ich hab ihn wieder. Ich hab dieses Tool vergessen, dass man, Oh, fuck. Oh, oh, Alter. Hör auf damit. Das ist so schwierig, Alter. Ich hab einfach unseren Leader gerettet und gleichzeitig noch den einen behalten. Oh. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP ohne Pop-Tools-Filter natürlich, beziehungsweise Minecraft Cowboys and Indians heute mal wieder. Die Runde nehme ich jetzt direkt nach der gestrigen auf. Und ich muss sagen, heute haben wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Minecraft-Sounds drin, weil letztes Mal war ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich nicht darauf geachtet. Aber jetzt habe ich das Ganze konfigurisselt und jetzt ist es gar kein Problem mehr. Und ich, ja, da haben wir ihn schon. Nicht mehr. Okay, da haben wir ihn. Alles easy win, kein Ding. Ich guck mal, ob, er bleibt einfach am Baum hängen. Sollte der schaffen, obwohl... Nein! Komm schon! So nicht. Komm, schaffst du, Junge. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Nein! Nein! Unser wurde auch gefangen. Nein! Den muss ich retten. Der andere schafft das schon, aber ich muss unseren Leader retten. Sehen gerade nicht. Wo ist er? Wo ist unser Leader? Shit, und ich habe keine Pfeile mehr. Shit, ich muss ihn töten, ja? Shit, 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 ich habe ein Problem. Ich habe ein dickes Problem. Wo ist unser Leader? Wo ist unser Leader? Ich habe keine Ahnung. Okay, der ist unsichtbar, den kriege ich eh nicht. Will ich lieber hier. Ah, der nächste unsichtbar. Alter, kommt schon, Jungs. Und Mels. Da ist unser Leader, okay. Ah, wie einfach nicht drauf achtet, Alter. Er steht einfach mit dem Rücken zum Leader. Ja, pass mal auf, hier Speed Dust. Jungs, hier ist euer Leader. Oh, juckt euch nicht. Jagt doch nicht immer. Warum verfolgt ihr noch immer den? Alter, es geht hier nicht um Kills, Leute. Es geht hier verdammt nochmal nicht um Kills. Hört auf mit der Scheiße. Genau wie letztens. Da waren drei Leute, die wollten mich einfach killen. Und da wurde ihr Leader gefangen und da juckt die einfach einen Scheiß. Fuck. Unser Leader wurde jetzt gefangen. Ich habe jetzt auch nur Invisibility. Und der gegnerische Leader wurde zwar auch schon... Das ist hier richtig spannend, ne? Okay. Okay, okay, okay. Soweit ist hier alles safe. Der Leader ist da hinten. Okay, habe ich gar nicht gepeilt. So, du überlebst diesen Tag nicht. Diesen wunderschönen Tag. Hör auf, mich zu verarschen. Okay, ich musste erstmal ein bisschen raggen hier. Verdammt, unser Leader wurde gefangen. Verdammt, die passen echt da hinten nicht auf. Ich kann nicht gleichzeitig... Schon wieder, was? Alter, wie kann man so unachtsam sein? Sorry, dass ich gerade ein bisschen rage, aber... So, wo ist der gegnerische Leader? Da kriege ich aber nicht. Shit, 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 kriege ich nicht. Doch, die haben ihn. Die Frage ist, für wie lange... Er ist noch da hinten. Was? Als ob. Sorry, aber das war echt eine beschissene Runde. Wie können die einfach... Oh. Ich habe ja versucht, zwischendurch aufzupassen, aber wie können die einfach... Man hat es ja einmal gesehen, der steht einfach mit dem Rücken zu ihm. Die anderen wollen den hier killen, und die juckt die gar nicht, dass die Lila weg ist. Ah, manchmal weiß ich auch nicht. Und ich würde sagen, wir sind uns dann einfach in der nächsten Runde. So, und da sind wir auch schon... in der nächsten Runde. Schon wieder die Map, aber diesmal auf der anderen Seite, nämlich bei den kauenden Jungs. Ja, also bei den Kuhjungen eigentlich. Und
Ich versuche mal jetzt hier außen rum zu gehen. Und ich kann mich echt noch ein bisschen darüber aufregen, aber naja. Vielleicht wird es diese Runde ein bisschen besser. Ich gebe jedenfalls das, was ich geben kann. Also in der Richtung ist er. Ich werde noch nicht gesehen. So, der Cowboy-Leader wurde auch schon gefangen. Schön. So, jetzt muss ich aber... Wo ist er? Ist er da hinten oder drin? Hä? In die Richtung? Da hinten? Er rennt einfach weg. Ach, schön, dass du in unsere Richtung rennst. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Er will mich verwirren. Oder... Ist das irgendeine Taktik oder bin ich jetzt einfach zu dumm? Oder will er einfach ein bisschen was riskieren? Das kann natürlich auch sein. Einfach unterwegs gekillt. Nice. So. Ich kann nicht mehr rennen. Das ist schlecht. So, jetzt geht's wieder. Hä? Der da hinten juckt sich auch einfach nicht dafür. Ich hab euren Leader, aber ist ja egal. Ist ja nicht so schlimm. Wen juckt denn der Leader? Ich will Kills machen, ja. Ich will Kill, damit der Beste. Deswegen spiel ich Cowboy und Indians, weil ich sonst nichts reißen kann. Und hier kann ich Kills machen, yay. Ja, sorry, aber so manchmal, so stelle ich mir das manchmal echt vor. Wie ich dann hier sehe, wie die Leute so spielen. Was machst du da? Er stellt sich einfach. Schlag mich nicht, schlag mich nicht, schlag zurück. Ich habe ihn getroffen. Nicht schlecht. So, wo ist er denn? Junge, wo bist du? Versteck dich nicht. Ich schwöre, ich finde dich. Pass mal ein bisschen auf unseren Leader auf. Ich versuche den erstmal zu finden. Oh, ich habe ihn gefunden. Pass auf. Ich gehe dahin, wo ein Leader hingehen muss. Nein, da ist ein Indian. Nein, kill ihn. Mach ihn weg. Das ist wie so eine Spinne töten. Ja, mach ihn weg. Du bist mein Held. Ich glaube, er hat nicht mal einen Hit gelandet. Ach doch, ist er jetzt weg? Hä? Hab ich das falsch gesehen? Okay, kann ich jetzt? Okay. Hier ist so der beste Platz für einen Leader eigentlich. Weil man kommt entweder von da hoch oder von da. Und naja, ich habe jetzt nur einen Helfer hier. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. So. Verdammt, okay. Jetzt sehe ich schon wieder Silvesterknaller, ey. Wie in der letzten Aufnahme. Leute, warum müsst ihr während der Aufnahme... Alles klar, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich habe ja Fenster zu und so, aber ich sehe es einfach direkt im Blickwinkel, wie Licht aufplatzt und da Silvesterraketen in die Luft fliegen. Bam! Jetzt reicht's auch, Jungs, ne? Alter, über den ganzen Platz. Wollt ihr mich verarschen? Okay, naja, okay, kann man machen. Ich lasse mich jetzt zu sehr ablenken. Aber ich finde, zu Silvesterzeit kann man das... Finde ich eigentlich cool, wenn das so... Gefällt mir. Ne? Das steigert das Ambiente. So, Jungs, ihr müsst auch die Indians fangen, ne? Also nicht nur darauf hoffen, dass ich jetzt hier überlebe. Ihr müsst auch... Allgemein bräuchte ich mal Hilfe, wenigstens von zwei Menschen. Einer ist ein bisschen zu wenig. Aber hier scheinen auch keine Indianer zu sein, ne? Okay, da unten war einer von uns. Das ist alles gar kein Problem. Oder der ist unsichtbar. Das kann natürlich auch sein. Ich habe ein bisschen Schiss. Deswegen will ich immer in seiner Richtung sein. Also in seinem Blickwinkel. Ach, endlich zwei. Okay. Please, two defenders. Habe ich mal die Info gegeben, dass ich wenigstens zwei Leute brauche, die mich beschützen. Und da haben wir schon zwei gefunden. Relativ gut eigentlich. Da kommt noch einer. Okay. Schreibe mal nice, damit die wissen, dass alles gut ist. Ich bin ein Buckaroo. Ah ja. Sehr gut. Ja, von meiner Seite würde ich sagen, ist eigentlich alles safe. Oh, Action. Endlich mal. Hat der Aimboard oder was? Da gehe ich mal ein bisschen hier hin. Nee, nach unten nicht. Das wäre nicht so schlau. Nein! Nein, 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 n
Nein, 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 nein. Ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Nein! Shit, shit, shit! Ah, was sollte ich machen? Ich habe ihn gesehen, er hätte mich direkt nehmen können, deswegen... Aber jetzt, da unsichtbar war, auch kacke. Mist! Aber relativ lange habe ich eigentlich ausgehalten. Ich weiß nicht, warum die den Leader da hinten noch nicht haben. Also scheinbar sind die hier im Defenden ziemlich gut oder die kriegen gar nichts auf die Reihe. So, jetzt kann ich endlich wieder was machen. Oh, Mann. Okay. Dann hoffe ich mal, dass der Team wieder ein bisschen länger wenigstens aushält. Naja. Aber ich muss wirklich mal an die Front, weil ich muss da ein bisschen helfen, was zu reißen. Ich hoffe, ich kann's. Na, drei Leute. So, okay, da kommt noch einer. Nicht? Ja, komm, killt ihn, sie, wie auch immer. So, ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer kam, aber, hilfst du mir? Kommst du mit? Das wäre sehr nett. Ja, da kommen noch mehr, Alter, ohne Witz. Okay, komm. Ich geh durch. Das hat ja alles keinen Sinn mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen Tempo geben. So, da ist der Leader perfekt. Er läuft weg. Perfekt. Natürlich habe ich jetzt eine schlechte Lage erwischt. Und er weiß jetzt nicht genau, wie ich hochkommen soll. Fuck. Okay, ich hab's. Glaube ich mal außen rum. Ich nehme voll den Umweg, ich weiß. Kann ich hier hoch? Nein, ich gehe schnell hier hoch. Ich nehme voll den Umweg, aber ich hoffe, ich schaff's. Ich muss einfach mal auf das Glück hoffen. Alter, komm schon. Ja. Hä? Was? Hä? Die mussten doch noch zwei fangen, oder nicht? Hä? Nicht dein Ernst. Ich hab's jetzt gar nicht mitgekriegt. Wie haben die sich wieder so schnell fangen lassen? Oh, ich bin untröstlich. Ich bin echt untröstlich. Versuchen wir es einmal noch und einfach mal hoffen, dass es beim nächsten Mal ein bisschen besser klappt. So, und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wenigstens mal eine neue Map. Das ist ja auch mal ein bisschen Abwechslung und dann mal gucken, ja, wie es heute wird. Also ich meine, wie es diesmal wird, ist ja immer noch derselbe Tag für euch. Denke ich mal, außer ihr guckt euch die erste Hälfte der Folge an einem Montag an und die andere Hälfte an einem Dienstag, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Aber der Fall klingt doch sehr unwahrscheinlich. So, erster Kill. Könnte schwierig werden, wegen dem Typen da. Okay, scheiß auf Kills. Ich guck mal, ob ich den Leader bekommen kann. Ich glaube, ich bin so ein bisschen eher so der Rusher, also nicht so der Killer. So in Cowboys und Indians, aber eher so der Rusher, der sich so ein bisschen der Assassine. Nein, ich habe ihn nicht gekriegt, ich bin zu dumm, sagte der Assassine. Ich muss ihn killen. Oh ja, ja. Schnell, weg, Junge. Alter, das war close. Ich habe ihn auch gekriegt. Nice. Okay, gut. Mehr Glück als Verstand wieder. Ich krieg Pfeile in den Arsch. Da ist noch ein gelber. In Indien. Auf meiner Seite. So, und ich muss in diese Richtung. Genau weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich ablegen muss. Das ist äußerst schlecht. Ah, jetzt verdunkelt er mir noch die Sicht. Ah, Gott sei Dank. Gefunden. So, okay. Haben wir schon mal das 1:0 rausgeholt. Ruben, du bist es. Ah, ich glaube doch nicht. Oh Mann. Nachhaltige Folgen natürlich. So, dann holen wir uns doch glatt mal den nächsten. Hier, Cowboys in Indien sollte man so ESL-Games mal draus machen. Da gibt es einmal den Rusher, dann gibt es den Defender, dann gibt es den Killer, den Tank. Ich dachte schon, er hat sich unsichtbar gemacht und dann hat er es wirklich getan. Ach, come on, du warst fast down. Shit. Ich kann jetzt auch nicht meine wertvolle... Da ist er, der blöde Tintenfisch. Erinnert mich an BMLP. Nein, was?
Nein. Nein, 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 nein. So, ein bisschen aufgehalten. Ja, Dust, meine Dusts. Nice. Jetzt kann ich hier ein bisschen rushen und gucken. Nice, nice, nice. Ich habe ihn. Alles klar, alles fresh. Jetzt muss ich nur nach Hause kommen. Ich sehe nichts und ich kenne mich hier nicht so aus. Oh, fuck. Oh, renn, Junge. Renn. Renn um dein verdammtes Leben. Okay, die haben ein bisschen Distance gewonnen. Er entscheidet sich nämlich einfach ins Wasser zu gehen. Da bin ich ja nochmal geschickt ausgewichen. Kann man ja nicht wissen, dass er einfach ins Wasser geht. Gut, dann ist ja alles doch noch ein bisschen safer als gedacht. Ja, mach's mir doch nicht schwierig, Mann. Unser Leader läuft einfach rum. Ich kann gerade leider nicht. Stopp. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, es tut mir so leid. Meine Dummheit hat keine Grenzen. Das war nicht unser Leader. Das war der gegnerische Leader, den ich einfach verloren habe. Es tut mir verdammt leid. Aber ich hab ihn wieder. Ich hab dieses Tool vergessen, dass man, Hör auf damit! Das ist so schwierig, Alter! Ich habe einfach unseren Leader gerettet und gleichzeitig noch den einen behalten. Oh! Also manchmal bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ein bisschen proud of myself. Und ich würde sagen, ohne weiter irgendwie zu reden oder zu schwärmen von mir selbst. Hey, ich frage mich, warum die den da stehen lassen haben und nicht direkt draufgegangen sind. Ja, genau. Ey, er macht das schon. Ich habe jetzt zu viele Pfeile verschwendet, aber ich hoffe auf meine Dusts und da sind es auch schon. Mit denen arbeite ich doch ganz gerne. Okay, der Leader ist irgendwo da hinten. Haben die den schon gefangen? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, offensichtlich schon, ne? Sonst, wird sich der Kompass nicht so krass bewegen. Nice. Nice, 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 okay. Dann hauen wir uns einfach mal schnell den letzten. Juckt ihn nicht. So, ich habe ihn schon ins Auge gefasst. Also jetzt wirklich. Ich habe ihn in sein Auge gedrückt. Da wurde er blind. Und ich gehe jetzt mal einen anderen Weg lang. Ach nein. Ich hoffe, das habe ich gut gemacht. Ich konnte jetzt einfach nur schätzen, dass sie mir hinterherlaufen. Und dass sie zufällig genau hinter mir laufen. Okay, come on. Ah, okay, okay. Oh, ich finde die Map auch echt cool. Das Flüchten ist da immer sehr spannend. Shit. Aber da kommt Hilfe. Okay, 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 okay. Er schottet noch ein bisschen. Nein. Er kriegt mich, er kriegt mich, er kriegt mich. Nicht, er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Nein. Ja, Land, Land, Land. Alter. Er hat noch ein bisschen daneben geschossen. Ich habe versucht, noch ein bisschen underwater zu gehen. Alter, die schießen ja immer noch. Was? So, okay, okay. Wir haben es fast geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Nice. Bam. GG, 4:0. Wie kann man einfach so viele Runden so verlieren und dann einfach 4:0 reinhauen? Ich glaube, ich habe ihn dreimal geholt oder so. Keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall eine schöne Runde, die letzte. Die anderen kann man sich darüber streiten. Aber ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, ein Likechen ist natürlich immer drin. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal an einem anderen Tag. Und ja, da heute der 31. ist, auch das letzte Mal, dass wir uns in diesem Jahr hören. Ich denke mal, falls ihr das Minecraft Bitcoin, nicht Bitcoin, sondern ja doch, Bitcoin-Projekt verfolgt, sehen wir uns heute nochmal um 16.30 Uhr. Ansonsten würde ich sagen, also wenn ich da nichts anderes mache, gucke ich da noch. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im neuen Jahr. Und ja, sauft nicht zu viel, guckt nicht zu tief ins Glas und passt auf mit den Böllern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal im Jahr 2016. Tschüss.